Es fühlt sich komisch an, ein bisschen wie Skifahren und ein bisschen wie Bergsteigen. Jana kann ihre Ferse auf und ab bewegen. Für mich war es schon sehr wichtig, wenn ich bei diesem Vorlesetag mit tue, dass ich dorthin gehe, wo ich selber zur Schule gegangen bin. Es sind ganz tolle Schülerinnen und Schüler, exzellente Pädagoginnen und Pädagogen hier. Und ich habe zwar Geschichten vorgelesen. Der Daumen ist böse und sagt, warum seid ihr denn allein fortgegangen? Ich hab euch ja gewarnt. Aber der Kleine sagt, bitte, bitte, geh mit. Lesen ist die Grundlage für jeglichen weiteren Wissenserwerb. Lesen ist eine tolle, großartige Freizeitbeschäftigung. Und die Lust am Lesen muss möglichst früh geweckt werden, im Elternhaus, aber dann auch in den vorschulischen und schulischen Einrichtungen. Und man sieht also auch, wie sich die Kreativität der Kinder entfaltet, wie sie mitleben, mitfiebern mit dem, was man ihnen vorliest oder später dann selber, was sie selber lesen. Weil Lesen spannend ist und weil man auch manchmal viel Neues erfahren kann. Weil manchmal stehen auch andere Wörter drin, die was man lernen kann. Und ich lese gerade das Buch an, ein Freund für Anna. Ja, Lesen ist mir sehr wichtig. Wir sind eine Leseschule, haben eigentlich fixe Einheiten zum Lesen, besuchen die öffentliche Bücherei wöchentlich mit den Kindern und bauen es auch im Unterricht sehr fleißig ein, weil einfach Lesen eine grundsätzliche Fähigkeit ist, die die Kinder in der Schule erwerben sollen. Wir dürfen heute hier gemeinsam mit Herrn Schönherr vom ORF Tirol hier im Seniorenaltenheim der Stadt Landeck sein, wo viele Menschen aus der Stadt und dem Bezirk betreut werden. Und es ist einfach schön, dass wir diesen Vorlesetag hierher bringen, weil einfach Lesen und Zuhören was ganz Wichtiges ist. Beim Lesen finde ich so manchmal das Spannende, also so wie das Buch, was ich lese, ist so spannend und das mache ich manchmal gerne die Seite nur mal wiederholen. Aber, und dann mache ich das auch manchmal. Die Idee ist einfach, dass man eine Freude hat am Buchlesen, Freude hat am Vorlesen. Und diese Initiative ist, glaube ich, ganz eine wichtige, denn das Lesen ist wirklich etwas ganz Wichtiges für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Erwachsenen. Ich mag gern, ganz gern, wenn die Mama mal was vorliest, von der Mia oder von Rotkäppchen oder von der Elsa. Sprachförderung ist bei uns im Kindergarten ein ganz großes, wichtiges Thema. Wir lesen die Kinder natürlich auch ganz viel vor. Überhaupt in der Adventszeit ist das ganz ein nettes Ritual. Ich lese gern, weil es auch so spannend ist und es hilft auch gegen Langeweile und das magische Baumhaus heißt. Ja, weil es so spannend ist, weil da voll viele Teile von dem Buch, was ich lese. Von Zauberelfen lese ich gerade was.